Im Anschluss an die Partie des 10. Spieltags zwischen dem MHC Ludwigsburg und dem Hamburg Taus, die 86:65 endet, darf ich Sie zum letzten Mal in diesem Jahr zur Pressekonferenz nach Spielschluss begrüßen. Auch beim letzten Mal in diesem Jahr fängt der Gästecoach an. Pedro Caes, your statement about the upcoming game, or the first game, sorry, please, right now. Congratulations to Ludwigsburg. They were better from the very first minute till the end. Defensively, they stopped our creation points, and offensively, they play good basketball. They make threes, plus they cross the board as well pretty well. Thank you. Frage. You played sometimes with full court press. What was your plan behind that, and how do you think that worked out? To slow down Ludwigsburg, to set the tone defensively and to get our rhythm, because we are a team that we need to create offense by defense, because if we not create offense by defense, we finish the game in 60 or 70 points. So then, let's focus on the upcoming game. Thank you very much. All the best for the upcoming year. Seth Trapone, see you soon. Same for you guys. Thank you. Heute geht es hier am Schnürchen, das ist heute die Deadline und der Redaktionsschluss. Und mich freut es, dass jetzt John Patrick an meiner Seite sitzt. Auch an dich natürlich die Frage, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich bin sehr zufrieden mit unserer Einstellung heute. Gegen eine gute Mannschaft, gute Hamburger Mannschaft. Wir haben erste Minute ein bisschen Konzentrationsproblem gehabt und dann haben wir sehr gut die Gameplan, wie heißt es, umgesetzt. Besonders gegen Swing, der am Ende ein paar Punkte hatte. Und TJ Shorts, die zwei Go-To-Guys von Hamburg. Und Jordan Hulls hat ein exzellentes Spiel auf der Point Guard-Position gespielt. Man sieht das mit plus 26. Und ich muss ein besonderes Kompliment an Jormann geben. Der war nicht schwer, aber war verletzt mit einem Gelenk, ist umgekippt und hat die Zähne gebissen und kommt zurück mit unglaublich Intensität in der Verteidigung. Hat 6 Assists und auch Jonas, der dominant auf der Center-Position, auch wenn er nur 2 Punkte hatte. Ich glaube, er hat 4 Blocks, nicht 2, aber plus 18 für Jonas in 21 Minuten. Es war ein wichtiger Sieg für uns und wir hoffen, dass wir am 2. Januar unseren 10. Sieg kriegen können. Um dies zu ergänzen, mit 2 Blocks oder 4, wie auch immer, ist er damit 8 bester Shotblocker in der Liga-Geschichte seit Datenerfassung und hat Sherrod Ford. Fragen zu Jonas, Sherrod Ford oder dem Spielgeschehen. Ja, schon vielleicht eine Frage zu dem Neuzugang, Jonas Redebaum. Wie hast du ihn gesehen und was für eine Perspektive hat er? Wird er auch einen Vertrag hier bekommen? Ich glaube schon, ich muss mit unser Präsident, unser Management nochmal sprechen, aber man sieht, er bringt die richtige Einstellung. Nach nur ein paar Tagen im Training war er sehr solid auf dem Feld, hat einen guten Schuss und bringt Physis. Das ist wie ein junger Jalen Smith in meiner Meinung, relativ groß, mit ein bisschen Gewicht, guter Körper. Und spielt sehr hart. Der Jonah, es ist schwierig, weil wir haben so viele ähnliche Namen. Johannes, Jonas, Jormann, viele Js. Aber Jonah bringt eine Gewinnermentalität. Der hat kein Stipendium in der College gekriegt von High School. Und er war trotzdem nicht nur Player of the Year in seiner eigenen School, er war in seiner Conference 3 von 4 Jahre Defensive Player of the Year. Und als er gekommen ist, seine Schule, seine Universität war relativ schwach. Und als er gegangen ist, waren die absolut dominant. Und sein Coach hat ein
größere Angebot genommen und ist Schule gewechselt, aber kommt von einem sehr soliden Programm bei Northern Colorado. Und man sieht im Training, dass er bringt, was sehr wichtig ist für uns, ist diese Teamchemie, Team-First-Mentalität, und der wird uns helfen. Besonders, weil man könnte auch sehen, dass mit 39 ist es schwierig für Tramell, diese Back-to-Back-Spiele zu performen. Er war sehr gut vor 2 Tagen und hat gerade gesagt, das ist schon schwierig für ihn mit nur 1 Tag Pause. Die Jots sind gut für dich. Gibt es noch Fragen in diesem Kalenderjahr? Philipp? Andrew Brown ist ja dafür heute nicht im Kader gewesen. Was war der Grund dafür, weiterhin die Ja, jemals. Wir dürfen nur 6 Ausländer auf dem Spielbogen haben. Ich muss sagen, Andrew hat einen super Einfluss auf die andere. Er ist immer positiv. Der ist ein Veteran-Player. Und das ist, als ob wir einen weiteren Assistent-Coach haben. Er ruft die Plays von uns, von der anderen Mannschaft. Er gibt wichtige Informationen und ja, der war völlig dabei. Der hat auch einen Teil an dieses Sieg gehabt. Gut, glücklich? Sehr gut, dann bin ich auch. Habt für heute viel Dank. Kommen Sie gut ins neue Kalenderjahr. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Guten Rutsch, vielen Dank und bis in 2 Wochen. Dankeschön.